Aus ganz verschiedenen Gründen greifen und attackieren sie diese Firmen im Netz. Dennis Horn hat einen von der Anonymous-Gruppe betroffen. Dennis, wie muss ich mir sowas vorstellen? Ich meine, Anonymous heißt ja schon anonym. Wie trifft man denn bitte schön so jemanden? Die haben Websites. Über den Weg habe ich das erstmal versucht, habe da offiziell eine E-Mail geschrieben und angefragt. Das hat nicht wirklich weitergeholfen, da haben die nicht reagiert. Und ich bin dann über Chats dahin gekommen, habe mich da so ein bisschen vorgekämpft, habe einige Leute da im Chat kennengelernt und mich mit denen verabredet, ohne zu wissen, wer das ist und so weiter. Und du hast ihnen aber gesagt, dass du Journalist bist und recherchierst, oder hast du dich als Sympathisant? Nee, ich habe mich offen als Journalist ausgegeben. Die sind, glaube ich, auch so ein bisschen daran interessiert, ein paar Dinge aufzuklären sozusagen. Was ist das für einer gewesen? Also der Kerl, den ich getroffen habe, ein völlig normaler Typ. Ich habe mich schon gefragt, wer kommt da? So ein bleicher Nerd, ein Anarcho, ein Schüler vielleicht, der nachmittags so ein bisschen hackt. Und vor mir stand dann ein Typ, Mitte 20, selbstsicher, intelligent, absolut unauffällig. Also ich konnte kein Stück Klischee an ihm erkennen. Womit natürlich nicht gesagt ist, dass alle von Anonymous so sind wie er. Und warum macht er da mit? Das ist für ihn ein Stück Demokratie. Er will die Welt verändern damit. Das sagt er wörtlich so. Ich glaube, der ist sich sehr bewusst, dass viel von dem, was Anonymous tut, einfach kriminell ist. Aber das stört ihn nicht. Was für viele Leute halt eben wichtig ist, dass sie halt durch Anonymous die Möglichkeit haben, ihrer eigenen Stimme ein bisschen mehr Kraft zu geben. Also ein Einzelner, der auf der Straße ist, der kann halt nicht viel unternehmen. Aber Anonymous ist halt einfach eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Und da unterstützt jeder jeden. Und das ist halt sehr wichtig. Ist es für ihn schwierig gewesen, Mitglied da zu werden? Gar nicht. Das fand ich auch bei der Recherche sehr überraschend. Es gibt einen offenen Chat für die Mitglieder. Da könnte ich jetzt auch reingehen und einfach schreiben, was ich vorhabe. Und wenn ich dafür eine Mehrheit finde, wird das gemacht. Zum Beispiel, dass man halt es ungerecht findet, wie Sony diverse Hacker behandelt und wie Sony dort vorgeht. Und irgendjemand sagt halt, hey, das ist nicht in Ordnung. Dann findet sich halt ein Haufen Anonymer, von mir aus 40, 50 Stück, 100, wie auch immer. Diese finden diese Idee gut, unterstützen das Projekt und so wird eine Operation halt einfach vorangetrieben. Und was Anonymous macht, kommt also immer darauf an, wer sich gerade da im Chat befindet. Meistens geht es gegen Zensur, zum Beispiel wenn Sony gegen Leute vorgeht, die die PlayStation hacken, wie gesagt, um dafür eigene kleine Programme zu schreiben. Anonymous ist auch gegen Netzsperren, also Presse-, Informations-, Meinungsfreiheit, darum geht's vor allem. Dennis, warum wird er dann kriminell? Kriminell ist für ihn eine Frage der Interpretation. Anonymous arbeitet ja zum Beispiel sehr oft mit sogenannten DDoS-Attacken. Da überfluten die Aktivisten die Server von Firmen zum Beispiel mit unsinnigen Anfragen. Die brechen dann zusammen und sind nicht mehr erreichbar. Das war zum Beispiel bei den Websites von Mastercard oder PayPal der Fall. Juristisch ist das Computersabotage, also eine Straftat. Mhm. Anonymous sagt aber, wenn sich Umweltschützer auf Gleise setzen, damit Castortransporte nicht durchkommen, dann ist das nichts anderes. Also eine virtuelle Sitzblockade. Und deshalb nicht kriminell. Warum reden die nicht mit Leuten oder mit Firmen, statt direkt ins Netz zu gehen und die anzugreifen? Anonymous ist ja eine Gruppe ohne Chef und sagt, deshalb kann sich gar keiner von uns mit Politikern oder Wirtschaftsbossen an einen Tisch setzen. Der Aktivist, den ich getroffen habe, sagt aber, wir kämpfen nicht nur mit Online-Attacken, sondern Diplomatie ist auch Teil unserer Arbeit. Ich habe zum Beispiel noch nicht gehört, dass irgendjemand von den Medien mal darüber gesprochen hat, dass es zur Aktion von WikiLeaks überall auf der Welt zur gleichen Zeit irgendwelche Flyer verteilt wurden. Ich habe auch noch nicht davon gehört, dass die Hamburger Zelle von Anonymous, die gegen Scientology arbeitet, täglich auf der Straße steht und demonstriert. Und das nicht mit irgendwelchen DDoS-Attacken, sondern einfach mit Aufklärung der Passanten. Also sie gehen auch auf die Straße zum Beispiel. Und dann hat er noch gesagt, wir führen sogar sehr viele Gespräche. Nur weiß oft keiner, dass er gerade mit jemandem von Anonymous spricht. Aber wenn es jetzt so einfach ist, Teil von Anonymous zu werden, woher wissen die, dass wirklich alle für dieselbe Sache sind und jetzt meinetwegen nicht Geheimdienste da ausspionieren oder beobachten? Das wissen die nicht. Also es ist durchaus möglich, dass unter den Leuten im Chat auch zum Beispiel Ermittler der Polizei sind. Ich sag mal, es gibt kein Netz, keine Gesellschaft, keine Idee und auch keinen Geist, die so zu 100% sicher ist. Menschen können halt eben manipuliert werden, die können verärgert werden, Menschen können auch immer mal ihre Meinung ändern. Und dadurch ist es natürlich auch ganz einfach, sage ich mal, Anonymous theoretisch zu infiltrieren auf irgendeine Art und Weise. Aber er sagt, wir haben keine Angst. Es gäbe bei uns ein Grundmisstrauen. Alle sind auch untereinander anonym. Das leuchtet zum Teil auch ein. Also Anonymous unterstützt ja auch Freiheitskämpfer im Iran, in Syrien oder Ägypten. Mhm. Da muss man die Grenze zum Kriminellen vielleicht auch mal überschreiten. Die liegt da woanders. Aus Sicht von Anonymous ist das hier in Deutschland aber auch nötig. Und genau deshalb wird diese Gruppe wahrscheinlich auch immer sehr umstritten bleiben.